DAX plus 8%. Glauben Sie wirklich an diese Rallye? Wenn ja, dann werde ich Ihnen sofort den Nobelpreis für Optimismus verleihen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein günstiges Szenario rauskommt, die tendiert mehr so Richtung minus 325, ist also leicht geringer als 0, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das aus zwei dicken, fetten Gründen, die ich versuche in diesem Video darzulegen und ein bisschen zu vertiefen. Zunächst mal schauen wir uns mal die Geschichte an. DAX 7,8%, hier in der Aufstellung 7,1%, wie auch immer. Breiteste Rallye der DAX als Leader heute in dieser Rallye. Das war der beste Handelstag für den DAX seit dem 24.03.2020 mithin, also seit dem Corona-Crash. Da ging es dann ja massiv nach oben, als die Fed die Märkte mit Liquidität zugeschüttet hatte und alle haben sich gesagt, ja gut, haben wir halt einen Lockdown, egal, aber wir schwimmen in Liquidität, ist doch egal, wie die wirtschaftliche Realität aussieht. Und heute diese Rallye, die ist so ein bisschen getrieben von, ist doch egal, wie die politische und wie die wirtschaftliche Realität aussieht, könnte man sagen, warum. Dazu gleich mehr. Heute hatte ich im Videoausblick getitelt, warum Putin mit Zelensky keinen Deal machen wird. Dennoch Bärenmarkt-Rallye. Und da hatte ich Folgendes konstatiert. Da hatten wir positive Divergenzen in den Charts. Es gab einige Indikatoren, die angezeigt haben, jetzt drehen wir bald. Das Gegenteil bei Öl und Gold der Fall. Absolut überdehnt, absolut überspannt auf der Oberseite. Die Aktienmärkte überspannt auf der Unterseite. Und wie es dann so ist, dann kommen plötzlich Nachrichten in die Richtung, in die diese Indikatoren ohnehin schon kurzfristig deuten. Und die erste Nachricht war, russisches Außenministerium besser Ziele durch Gespräche erreichen, Aktienmärkte mit Rallye, Gold und Öl unter Druck. So hat es also angefangen. Dann kam die Ukrainer mit ihren Aussagen, ready for diplomatic solution, klingt super gut, but won't trade single inch of territories. Das würde also bedeuten, Donbass nicht irgendwie anerkennen, die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, würde bedeuten nicht anerkennen, dass die Krim nicht wieder ukrainisch wird, sondern russisch bleibt. Da wird der Putin vor Freude gleich im Kreis springen und sagen, super Angebot, gell? Jetzt habe ich da ein paar tausend Soldaten geopfert, sitz richtig in der Scheiße auf Deutsch gesagt und dann ziehe ich mich wieder zurück und es bleibt alles so wie zuvor. Ist doch super, gell? Also da kann ich doch nur gewinnen. Jetzt hat die Ukraine dann noch gesagt, ja, no longer insisting on NATO membership, aber EU membership would give similar protections, wie JP Morgan hier schreibt. We seek clear response to EU application. Also wir erwarten seitens der Ukrainer, wir erwarten von der EU ein klares Bekenntnis hier zu einer EU-Mitgliedschaft durch die EU. Zelensky hat nochmal gesagt, ja, ich bin bereit für Kompromisse, aber das kann nur zwischen den beiden Präsidenten passieren. Merken wir uns mal die EU-Membership. Was würde das dann genau bedeuten? Also nicht NATO, Ukraine in der NATO, sondern Ukraine in der EU. Und dann schauen wir uns hier mal den Bündnisfall, rechtliche Grundlagen und praktische Auswirkungen. Und da ist es Artikel 42.7 EUV, schlag mich tot, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, das wäre dann die Ukraine, sind die neuen EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, sind die anderen EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, den Mitgliedstaat zu unterstützen. Und dabei bleiben Verpflichtungen in diesem Bereich in Einklang mit den im Rahmen der Nordatlantik-Vertragsorganisation, also NATO, eingegangenen Verpflichtungen. Jetzt weiter. Für die Unterstützung wird kein konkretes Verfahren vorgegeben. Ist ja toll, eine Unterstützung, bei der nicht klar ist, wie sie aussehen soll, ist keine Unterstützung. Die Klausel legt zudem nicht fest, dass eine militärische Unterstützung erfolgen sollte. Sollte, muss nicht, kann aber natürlich, aber es ist schon so, dass die EU verpflichtet ist, der Ukraine zu helfen, wenn sie angegriffen wird. Also wenn die EU jetzt in die, oder wenn die Ukraine in die EU kommt, genauer gesagt, dann hat Putin einen ähnlichen Fall, dann müssten eigentlich alle, ob militärisch oder nicht, jedenfalls massiv eben die Ukraine unterstützen. Das tun sie sowieso, gedeckt durch das Völkerrecht, weil die Ukraine ist definiertermaßen ein Staat mit einem Staatsvolk, einer Regierung und einer eigenen Währung. Das erfüllt dann die Definition eines Staates. Dieser Staat wurde angegriffen, sodass die anderen Staaten das Recht haben,
diesen angegriffenen Staat bei der Verteidigung zu unterstützen. Das sagt das Völkerrecht, aber das kann. Hier ist es eher ein Muss, allerdings wird eben nicht definiert in der EU, wie diese Unterstützung genau aussehen soll. Jetzt kommen wir mal zu den Russen. Also, die Ukrainer sagen Donbass, nö, wir geben keinen Cent der Territorium auf und Krim, super. Und damit wird Putin schon mal wirklich erstklassig leben können. Jetzt hat der gute Wladimir das Problem, dass am 9.5.2022 der Tag des Sieges über die Nazis ist. Und jetzt hat er ja so eine Spezialoperation, militärisch, gell? Der richtet sich ja gegen Nazis, so wie die russische Propaganda sagt, gell? Also es wäre ja passend, wenn bis dahin die Geschichte dann auch in trockenen Tüchern wären und die bösen Nazis entmilitarisiert sind, wie es da im russischen Propagandajargon heißt. Und jetzt haben wir auch Russia Ruling Party Lawmakers. Hier gibt es jetzt schon Preisregulationen, also praktisch Preisdeckel werden hier schon wohl unmittelbar bald erlassen. Da springen Lenin, Stalin und Marx vor Freude im Kreis. Hurra, hurra, hurra. Es ist wieder soweit. Und das bedeutet auch, dass westliche Assets eingefroren werden. Das haben die Märkte hier vielleicht jetzt mehr so beiseite geschoben. Das heißt, McDonald's, etwa 850 Filialen, Pi mal Daumen, das werden jetzt wahrscheinlich staatlich geführte russische Restaurants. Hier sagt man also, okay, das ist eine Nationalisierung, Starbucks, Coca-Cola, wie sie alle heißen, die sind ja alle plötzlich rausgegangen. Jetzt kommt also dann ganz bald der himmlische Frieden zwischen der Ukraine und Russland, dann gehen es alle wieder rein. Inzwischen ist aber das ganze Eigentum der Westfirmen nationalisiert worden, in Anführungszeichen, sehr wahrscheinliche Lösung, die ich da sehe. Also das ist das eine Problem. Das heißt, hier ist eigentlich kein Jota, nicht ein Zentimeter, eigentlich eine wirkliche Lösung näher gekommen. Denn das, was die Ukrainer als Grundbedingung fordern, das wird Putin nicht entferntest auch nur in Erwägung ziehen, sich darauf einzulassen. Und das, was Putin fordert, da werden die Ukrainer nicht entferntest wirklich daran denken, sich darauf einzulassen. Also nicht mal ein Waffenstillstand ist aus meiner Sicht jetzt wirklich in unmittelbar greifbarer Nähe. Geschweige denn jetzt mal von den Folgewirkungen, die ohnehin schon eingetreten sind. Meinen Sie, dass jetzt Russland dann sofort wieder vom Westen aufgenommen wird in die Volksgemeinschaft, wollte ich schon sagen, in die Völkergemeinschaft, beziehungsweise, dass man mit Putin wieder redet, wie mit anderen Regierungen auch. Nein, Russland bleibt ein Paria auf die nächsten Jahre. Das kann sich dann abschwächen mit der Zeit, wird aber an der Sache nichts verändern. Das bedeutet, man wird weiterhin versuchen, russische Rohstoffe, vor allem Öl und Gas, zu ersetzen. Das geht aber nur mit sehr hohen Kosten, womit die Inflation weiter extrem hoch bleibt, was die Margen der Unternehmen drückt. Oder sie versuchen, diese gestiegenen Kosten, nämlich die Unternehmen, an die Konsumenten weiterzugeben. Dann steigt die Inflation weiter, was die Notenbanken wiederum zwingt, die Zinsen anzuheben oder komplett die Kontrolle zu verlieren. Ein super geiles Szenario, meine Damen und Herren. Long, 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 long. Da kann man doch nur wirklich diese Party mitfeiern. Was viel wahrscheinlicher ist, meine Damen und Herren, das hat hier ein Artikel in der New York Times gezeigt. In the coming weeks, in den kommenden Wochen, dürfte klarer und klarer werden, dass unser größtes Problem darin besteht, mit Putin in der Ukraine, dass er sich weigern wird, früh und klein zu verlieren, also frühzeitig sozusagen, naja, irgendwie einen Ausweg zu suchen und eine kleine Niederlage einzustecken. And the only other outcome is that he will lose big and late. Er wird also groß verlieren und spät verlieren und vielleicht so wie jemand, den wir in der deutschen Geschichte kannten. Der hat auch sehr spät und sehr, sehr große verloren und das war genau das Problem. Ich will das nicht vergleichen, aber es ist eben doch dieses Eskalationspotenzial, dass Putin jetzt hier nicht zurück kann und sagen kann, okay, war alles ein kleines Missverständnis, jetzt haben wir uns alle lieb, das ist nicht gerade wahrscheinlich. Was, wenn wir jetzt zu den Aktienmärkten kommen, meine Damen und Herren, hat diese Rallye angetrieben? Da gibt es mehrere Faktoren, natürlich Optionsbereich, Massive Squeeze, higher, schauen Sie mal hier das sogenannte negative Delta an. Das heißt, auf Optionsbasis waren Absicherungen himmelhoch am Start, denn die Leute fürchten eine weitere Eskalation bis hin zum Atomkrieg. Also war jeder institutionelle Anleger gezwungen, schon alleine Absicherungen in sein Portfolio einzubauen. Jetzt geht die Chance massiv nach oben, plumps, dann werden diese Absicherungen praktisch überfällig. Oder die Leute kriegen Margin Calls, wenn sie jetzt short gewesen sind oder
Jedenfalls fliegt das Zeug natürlich in die Luft und das ist genau das, was heute passiert ist. Das erklärt diese Dynamik. Dazu kommt Positionierung. Die Profi-Investoren sind natürlich unterinvestiert jetzt durch diese schockierenden Ereignisse mit dem Ukraine-Krieg. Risk Appetite ist jetzt auf den 2008er los. Der ist sogar jetzt noch nicht so tief wie auf dem Tiefpunkt der Corona-Krise. Die können wir hier mal aussparen. Aber das war zu einem Zeitpunkt, als die Fed ihr Tightening dann praktisch zurück abgewickelt hat, also praktisch ihren Zinsanhebungszyklus, Bilanzreduzierungszyklus abrupt beendet hat und gesagt, jetzt machen wir das Gegenteil. Sie erinnern sich, Jerome Powell hatte dann diese Kehrtwende verzogen. Jetzt haben wir noch nicht mal angefangen, in irgendeiner Form irgendwas zu straffen. In der Geldpolitik wird wahrscheinlich nächste Woche passieren, aber sei es drum. Dann der zweite Punkt hier, sehen wir einfach solche Indikationen. Die größten Fang-like Names are trading at weakest levels relative zu 200-Tages-Durchschnitt since Bear Market in 2018, Dezember 2018. Also wieder diese Geschichte mit Powell damals, als er plötzlich Flipflop machte und sagte, habe ich alles nicht so gemeint mit der Straffung der Geldpolitik. Also Unterpositionierung, Short Squeeze, Optionsbereich, all das ist natürlich dann, wenn plötzlich mal irgendwie etwas anderes kommt, natürlich eine extreme Rallye, eine Bärenmarkt-Rallye, meine Damen und Herren. Es ist nicht normal, dass der DAX 8% steigt. Das passiert normalerweise nicht in Bullenmärkten. Da steigt er 1%, am nächsten Tag wieder 1%, am nächsten Tag dann plus 0,1%, dann fällt er mal plus minus 0,2% und dann steigt er mal wieder plus 0,8%. Aber er steigt keine 8%. Das ist sehr ungewöhnlich. Und jetzt kommt plötzlich die Stocks-Only-Go-Up-Fraktion wieder. Ich habe sie lange, lange vermisst. Heute zum Beispiel hat einer geschrieben auf YouTube, lässt mal wieder alles liegen, der liebe Fuki. Also ich hatte heute einen ganz guten Handelstag, wenn ich das so sagen darf. Ich sage jetzt nicht in was, aber woher wollt ihr das wissen? Woher will die Long Stocks Only Go Up Fraktion wissen, was ich eigentlich mache am Markt? Sei es drum, ich habe dann geantwortet, schon super, kaum geht es ein bisschen nach oben, kommt die Stocks Only Go Up Fraktion und rühmt sich der Rally nach dem Motto, habe ich doch gesagt, buy the dip. Problem dabei ist nur, das haben sie schon ein paar tausend Punkte höher gesagt, zum Beispiel beim DAX. Und das ist eben genau das Ding, diese Stocks Only Go Up Fraktion, die taucht immer ab, wenn es irgendwie nach unten geht und kaum geht es nach oben. Hey, habe ich doch gesagt, buy the dip. Ich aber muss jeden Tag, oder was heißt muss, ich mache es, stelle mich zweimal täglich vor die Kamera und kommentiere die Dinge und gebe da teilweise noch Einschätzungen ab. Also das ist natürlich eine andere Geschichte. Jetzt kommen wir zu Öl, das war auch ein krasser Move. Wir sehen hier Vereinigte Arabischen Emirate, OPEC Plus soll Ölproduktion anheben. Der Irak hat gesagt, ja, wir können die Ölproduktion anheben. Dann sind die Amerikaner plötzlich ganz eng wieder mit den Venezuelanern. Maduro, boomst du noch mehr Öl? Also all das natürlich jetzt plötzlich hier der Fall. Iran kommt noch dazu, die hat man jetzt ja auch wieder deutlich lieber als zuvor. Und so sehen wir, der Ölpreis zwischenzeitlich 11-12% im Minus, aber an der Tankstelle im Durchschnitt hier in meiner Gegend, wo ich jetzt geschaut habe, 2,19 Euro der Superliter E10. Dauert ein bisschen, bis man das dann vielleicht wieder runter macht. Und jetzt, meine Damen und Herren, morgen kommen die Inflationsdaten aus den USA. Das wird ein Highlight. CPI poised for next increase. Wir dürften hier mit der Schätzung reinkommen, 7,8%. Im letzten Monat waren wir 7,5%, zum Vormonat 0,8%. Jetzt sind die Energiepreise ein bisschen was gestiegen in letzter Zeit, sodass da eben natürlich da etwas schon nach oben geht. Und das war ja nur der Anfang. Die ganze Geschichte ist ja erst dann wirklich so explodiert in den letzten Tagen, kann man sagen. Jetzt hatten wir heute die Job Openings, also die JOLTS. Wie viele Stellen werden eigentlich angeboten? Und da gibt es 4,8 Millionen mehr Stellen als offiziell Arbeitslose. Das zeigt, dass die Fed da in einem Bereich gute Arbeit geleistet hat, Arbeitsmarkt, aber im anderen mit der Inflation, da hat man jetzt ein Problem, das man irgendwie langsam mal angehen muss, könnte man sagen. Und hier sehen wir das Problem für die Aktienmärkte. Hier sehen wir auf der einen Seite den S&P 500, die Kurse, und auf der anderen Seite ein Frühindikator für die kommenden Gewinne der S&P 500 Unternehmen. Und wenn Sie hier eine kleine Divergenz sehen, dann müssen Sie sich mal eine Brille kaufen. Und was läuft dann, wenn wir jetzt in dieser Stagflation bleiben? Ja, selbst wenn jetzt morgen Waffenstillstand ist, ja, und passiert dann das, dass sozusagen jetzt alles wieder ist wie vorher? Nein, das wird nicht passieren. Der Preisdruck, der wird sich verstetigen. Vielleicht ein bisschen abschwächen, aber es ist eben nicht so, dass die Inflation in irgendeiner Form auch nur
sich deutlicher abschwächen kann. Deswegen sind wir in einer Periode von wahrscheinlich Rezession auf der einen Seite und Inflation auf der anderen Seite, Fallflation, Shrinkflation, Rezessflation, was auch immer man dazu sagen kann. Jedenfalls sind das natürlich sehr herausfordernde Zeiten für Investoren, wie mein Kollege Wolfgang Müller heute in einem Artikel mit dem Titel Inflation, Stagflation und das große Risiko für Investoren gezeigt hat. Und ich will drei Empfehlungen heute geben. Ich haue jetzt ein bisschen natürlich auf die Trommel, weil nächste Woche bin ich nicht da. Da haben Sie dann frei. Also deswegen DAX-Erholung direkt am Chart. Was sagt die Charttechnik? Rüdiger Born hat sich das angeschaut und kommentiert das auf gewohnt kompetente Weise. Dann möchte ich einen Artikel von mir Ihnen zu Gemüte legen, der heißt Helmut Schmidt über Putin und russisches Kolonialreich, der so ein bisschen die Mentalität, die dahinter steht, diesen Schmerz über den Verlust des großen Sowjetimperiums ein bisschen klarer macht. Helmut Schmidt hat das frühzeitig erkannt, einer seiner letzten Interviews, die er damals gegeben hat, über Putin und eben das Kolonialreich, wie er das Sowjetimperium genannt hat, das untergegangen ist und das Putin versucht wiederherzustellen. Sehr, sehr interessanter Artikel, auch das, was eben Helmut Schmidt sagt. Und jetzt mein absoluter Favorite, Marcel Fratscher, die Inflation und die Hyperinflation mit dem Untertitel über die gesammelte Inkompetenz des DIW-Chefs. Also Marcello Fraccherino, der morgen ein neues Buch herausbringen wird. Da haben wir schon eine Rezension drüber geschrieben, über die ich mich auch schon sehr freue, weil ich sie schon gelesen habe. Also das zeigt so ein bisschen, was da bei dem Marcello irgendwie schief läuft. Das ist eigentlich, naja, wie soll man sagen, lesen Sie es durch. Ich kann es nur empfehlen. Es ist sozusagen mein Nachruf an Marcello Fraccherino durch meinen Kollegen Georg Habenich, dem ich ganz herzlich dafür danke. Das ist wirklich Weltklasse. Also drei Artikel. Wir haben den DAX, wir haben Helmut Schmidt über Putin und das Imperium der UdSSR, das untergegangen ist. Und wir haben Marcello Fraccherino mit einer kleinen Ohrfeige versehen. Ihr würdet es mir verzeihen. Ich sage Servus und Ciao.